Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Arabien. Wir haben den Abend von Tag 3 und wir haben Syrien fast komplett besiegt. Aktuell herrscht die Schlacht um Tal Afar. Da halten noch 1000 Truppen aus Syrien aus in einer Festung. Zum Glück jedoch hatte Syrien einen Gegenangriff gestartet Richtung At-Tanfo und dadurch die meisten Truppen aus Tal Afar verloren. Das macht die Einnahme etwas einfacher, weil da eben, wie gesagt, eine Festung ist. Da hatte ich ein bisschen Sorgen vor, das hätte sehr blutig werden können. Aber so ist das für uns ganz okay, da können wir eigentlich mit klarkommen. Und damit wird jetzt Syrien innerhalb der nächsten Stunde auch dann Geschichte sein. Und dann sind wir wieder im Frieden. Und dann wird sich bereits die Frage stellen, wohin wir als nächstes expandieren wollen. Ich denke weiterhin, dass das Ziel Ägypten sein sollte. Ägypten steht hier immer noch sehr schlecht. Sie haben sich immer noch keine Festung gegönnt in Bur Said. Und der größte Teil ihrer Armee steht auch weiterhin davor. Und dadurch, denke ich, ist Ägypten ein gutes Ziel. Zumal unsere Produktion noch ganz gut läuft. Wir machen jetzt weiter mit der Kavallerie hier in unserer doppelten Ölprovinz. Da haben wir noch 8 Stunden übrig. Und in Jerusalem ist die Kaserne auch in 8 Stunden fertig und dann werden wir die wahlweise auf Level 2 ausrüsten oder ich werde gleich den Hafen bauen, denn den hätte ich auch gerne noch gehabt demnächst, einfach wegen der Produktion. Denn unsere Nahrung ist zwar jetzt im Plus, leicht, aber mehr kann die schaden und vor allem, weil diese Kaserne wird die Nahrung wieder ins Minus bringen. Von daher wäre etwas mehr Produktion da gar nicht mal so schlecht. Gleichzeitig bin ich am Schauen, ob ich noch eine dritte Werkstatt bauen will. Wir werden mal sehen, wie das aussieht nach der Einnahme von Tal Afar. Ist ja auch eine Stahlprovinz, also wird das nochmal ganz sehr helfen, aber unser Holz weiterhin sehr schwach und von daher wäre die Einnahme von Bur Said schon ganz toll, einfach wegen dieser Holzprovinz. Und je nachdem, wie aktiv Ägypten ist, sollte das auch relativ einfach möglich sein. Unsere gesamte Armee ist ja auch ziemlich groß. Wir hätten jetzt gerade schon zur Hand 66.000 Truppen, 2 Panzerwagen und eine Kavallerie, nicht eingerechnet die 23.000 Tal Afar. Die würde ich vermutlich hier oben einfach als Reserve lassen, um die Grenze mit dem Osmanischen Reich zu schützen. Denn auch wenn die nicht sehr aktiv sind, es besteht zumindest aktuell noch die Gefahr, dass sie es werden und dadurch uns auch angreifen könnten. Und ich will da einfach nichts riskieren. Das Schöne ist, wir haben in Palmyra auch eine Festung eingenommen, die war gerade im Bau. Das heißt, wir haben sie nicht zerstört, wir haben sie einfach eingenommen, das bereits existierende Bauprojekt. Und dadurch müssen wir keine weiteren Ressourcen investieren und damit bekommen wir jetzt eine Festungslinie hier von Beirut nach Palmyra. Und vielleicht bekommen wir sogar einen Teil der Festung oder vermutlich sogar bekommen wir einen Teil der Festung in Tal Afar. Und können somit dann hier schon mal eine ganz kleine Linie unser eigen nennen und damit uns verteidigen gegen eine mögliche Aggression aus dem Norden heraus. Und ja, wir könnten auch theoretisch noch landen in Französisch-Westafrika, denn Ägypten hat das ja nicht eingenommen. Das wäre eine Option, ist leider auch mit einer Festung geschützt und da ist so die Gefahr, da müsste ich schon mit einer ordentlichen Streitmacht landen für den Fall, dass Ägypten aktiv ist, weil wenn sie es nämlich sind, dann bräuchte ich hier wirklich eine größere Armee, um einfach auf alles zu reagieren, was die uns entgegenwerfen und das wäre so ein bisschen schwierig. Ich werde mir lieber einfach Bur Said schnappen, den großen Teil ihrer Armee zerstören und dann Richtung Kairo direkt vorrücken, direkt da landen und einfach Ägypten einnehmen. Ist, denke ich, einfacher und eben das Osmanische Reich, wie gesagt, ist so ein bisschen schwierig einzunehmen, sehr großes Land, hat ein paar Festungen hier und da und noch die gesamte Armee bereit überall. Und das wäre im Zweifelsfall so ein bisschen schwierig einzunehmen gerade, deshalb machen wir uns lieber leicht und greifen stattdessen Ägypten an. Gleichzeitig ist Österreich-Ungarn sehr erfolgreich. Sie haben das Deutsche Reich zum größten Teil besiegt. Schweden hat Dänemark vollständig eingenommen. Sie sind auch weiterhin dabei, hier in Finnland vorzurücken. Russland weiterhin ein paar Probleme mit Perm, scheinen hier weiter Provinzen zu verlieren, läuft also für sie nicht ganz so gut und auch hier in Nordrussland kein weiteres Vorgehen. Wir können ja mal schauen, ob wir da irgendwas sehen. Hier sind die Meldungen in der Zeitung aus dem Deutschen Reich, da hat Österreich-Ungarn ganz gut gespielt. Hier Russland und Perm, da hat Russland mehr Truppen verloren tatsächlich. Hier attackiert Rumänien Bulgarien, das ist bereits gefallen komplett. Die südlichen USA erklären Krieg gegen die Nord-USA, oder gegen die Zentral-USA, Verzeihung. Wir im Krieg gegen Arabien, wir haben 25.000 Truppen verloren, Syrien, Verzeihung, 38.000, wir sind ja Arabien. Ich mache den Fehler immer wieder, kann das sein. Dann Dänemark und Schweden, Dänemark 32.000 Truppen verloren, Schweden 23.000, also auch da ein sehr guter Krieg für Schweden. Und hier drüben Französisch-Westafrika und Marokko, das sieht für Marokko gar nicht gut aus. Und da ist übrigens auch unser Ally Algerien bereits dabei einzumarschieren. Wir haben bereits die erste Provinz erobert, rücken weiter vor, werden also den Krieg, denke ich, auch gewinnen. Marokko hat viel verloren.
Sie verlieren noch weiter in Provinzen gegen französisch Westafrika. Die blobben so ein bisschen hier. Das ist eine KI, die sehr erfolgreich ist. Die werden auch wohl Marrakesch einnehmen, ist unverteidigt. Also für ja, Marokko war das eine große Katastrophe. Der Name World King God wird nicht ganz so wahr werden hier, glaube ich. Das sieht für Marokko eher schlecht aus. Und auch Spanien weiterhin hat ein paar Probleme mit Portugal, wie es aussieht. Die haben nur eine Provinz erobert, verlieren aber hier bereits Land. Also das ist nicht so ideal für sie. Und sonst gab es noch irgendwas Spannendes zu zeigen. Litauen attackiert Livland, Schweden und Finnland im Krieg. Finnland läuft da auch nicht so gut für sie. Die südlichen USA attackieren Neufundland, das ist klar. Ist ja nur eine KI und damit war es das ja auch bereits schon. Und ja, weiterhin sind wir auf Rang 2 mit 69 Punkten. Aber ich denke mal, heute Nacht werden wir noch ein bisschen was gewinnen. Aber ich glaube, Schweden ist so erfolgreich, sie werden sich den ersten Platz weiterhin noch verdient haben. Müssen wir eben, wie gesagt, mal schauen. Aktuell ist meine kleine Hoffnung so, dass Rumänien hier so als kleiner Puffer dient gegenüber dieser Koalition. Die sind ja relativ stark. Und ich denke, Rumänien kann da so ein bisschen entgegenwirken, einfach da es ja jetzt auch ziemlich groß ist. Österreich-Ungarn ist hier sehr occupied mit dem Krieg im Deutschen Reich. Das heißt, Rumänien kann sich hier vielleicht auch noch Serbien schnappen. Und vielleicht wären die sogar ein potenzieller Ally. Ich weiß es nicht. Dann würden wir uns eben Richtung Kaukasus ausbreiten. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, auch mit Rumänien zusammenzuarbeiten. Das wäre aber eine Frage für die Zukunft. Erst einmal möchte ich so ein bisschen mich selbst etablieren. Wie gesagt, wir haben es nicht so eilig, was Koalition angeht. Wir müssen uns nicht sofort irgendwo unterbringen. Ich wäre auch fein damit gewesen, hier auf Einzelsieg zu spielen. Habe ich früher immer gemacht, mache ich seit neuestem nicht mehr so oft. Ist einfach ein bisschen einfacher, ne, mit der Koalition. Aber früher fand ich Einzelsiege immer eigentlich ganz cool. War immer eher meine Favorite Art zu spielen, mich so ein bisschen zurückzuhalten mit Diplomatie. Ich mache eher mein eigenes Ding so ein bisschen, um mich auch aus den ganzen Dramas, die manchmal entstehen, rauszuhalten. Aber ich denke, in dem Fall hier, da ist die Koalition jetzt gar nicht mal so verkehrt. Das wird uns hier auf Dauer helfen. Und jetzt können wir nochmal ganz kurz übergehen über die Sache, die ich euch ja zeigen wollte in der letzten Folge, nämlich die Moral in neu eroberten Provinzen. Wir haben Palmyra heute eingenommen, ihr seht es hier ein kleines Ausrufezeichen. Und aktuell ist die Moral hier 25. Und das ist zu wenig, das heißt, wenn wir jetzt aus dieser Provinz herausziehen würden, unsere Truppen, dann seht ihr hier ein Revoltenrisiko von 24%. Das heißt, wir wollen immer unsere Truppen 6.000 bis 7.000 in der Provinz lassen. 6.000 reicht eigentlich immer. 1% Aufstand ist wirklich keine große Gefahr. Das kann man getrost ignorieren. Aber bei weniger wäre dann diese Prozentchance höher. Das heißt, ihr wollt immer diese Garnison in der Provinz lassen für einen Tag, bis dann eben die Moral gestiegen ist auf 33%. Und dann besteht keine Gefahr mehr eines Aufstandes, egal wie viele Truppen in der Provinz habt. Das heißt, das ist eben sehr wichtig. Das möchte ich euch ganz dringend ans Herz legen, hier immer die gleiche Menge an, also immer die Truppen drin zu lassen für einen Tag bis zum Tageswechsel, um dann eben die Provinz geschützt zu halten. Und ja, selbst wenn ein Aufstand eben passieren sollte, mit 6.000 seid ihr meistens relativ sicher. Das war ja früher ziemlich nicht ganz so klar. Es gab dann ein Update vor, glaube ich, 2 Jahren mal, wo sie das ein bisschen geändert haben, die Revoltenmechanik. Da war es vorher so gewesen, da muss man teilweise über 10 Truppen drin lassen in der Provinz, 10, 11. Und selbst dann konnte es teilweise passieren, dass ein Aufstand passiert ist. Das war immer ein bisschen krass. Inzwischen ist es immer sehr klar. Das ist eine sehr eindeutige Formel und somit kann man das immer ganz klar sehen. Und 6.000 bis 7.000 werden euch da ausreichen, um euch zu schützen vor einem Aufstand. Genau, das ist die Lage. Wir erobern hier weiter in Syrien. Wir haben eine gute Zeit. Wir haben unsere Ressourcenproduktion ganz gut im Griff, bis auf das Holz. Aber das werden wir, wie gesagt, weiterhin fixen. Eben auch mit dem Angriff auf Ägypten. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.